noch die nächste Beeinflussungsstörung. Herzlich willkommen zur 14. Folge von Zusi 3 zusammen mit Tobi. Hallo. Ja, wir befinden uns hier am Bahnhof Husum. Und ich würde sagen, wir spulen die Zeit mal ein Stückchen vor. Da begeben wir uns auch schon in unsere Regionalbahn. Ich glaube, es war die Linie 64. Regionalbahnlinie 64. Denn wir fahren heute von Husum nach Bad St. Peter-Ording auf einer Nebenbahn mal wieder. Das heißt, es wird wieder ein bisschen kleiner, gemütlicher. Aber wie das denn so wird, das seht ihr gleich. So, da sind wir auch schon in unserem Triebzug. Wir haben hier sogar einen digitalen Buch von Land. Ich kann den hier sogar wegmachen. So. Türen sind bereits offen. Machen natürlich noch den Dark Mode an. Und dann werden wir jetzt hier fahren. Zur Orientierung. Wir sind ja vorletzte Folge hier auch auf der Strecke gefahren mit Husum. Und wir fahren jetzt einmal in die Gegenrichtung, also in Richtung Friedrichstadt, wo wir hergekommen sind in der vorletzten Folge. Biegen aber vorher ab. Da war nicht so eine Abzweigstelle, die hatten wir auch in der vorletzten Folge gesehen, hatte ich auch, glaube ich, gezeigt, dass das die ist nach Bad St. Peter-Ording. Und auf der werden wir jetzt langfahren. Unsere Abfahrt ist 36. Da haben wir uns auch schon, die Türen gehen zu. Und mit diesem Lind hier sind wir auch schon mal gefahren. Das war auf der Wutachtalbahn. Das machen wir jetzt einfach erneut. So. Herzlich willkommen im Zug von DB Regio Schleswig-Holstein. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. So, das Signal hier hat einen weißen Punkt, das bedeutet, das Signal ist ausgeschalten, wird nicht benötigt. Unser Ausfahrsignal steht nämlich da vorne. Das ist da dieses grün-gelbe. Dieses Ausfahrsignal wäre nur nötig, wenn man hier in die Abstellung fahren würde. Und wenn man jetzt hier nach links abbiegen würde, wäre der Bahnsteig jetzt auch noch länger, da gäbe es auch nochmal ein extra Ausfahrsignal. Deswegen braucht man das Ausfahrsignal hier jetzt gerade eben nicht, weil wir wollen ja nicht in die Abstellung, sondern wir wollen hier auf die Strecke. So, 40 km/h haben wir zur Ausfahrt. Im Fahrplan steht zwar 60, aber das Signal hat nur 40 geschildert. Deswegen gehe ich mal auf Nummer sicher und gehe und fahre nur 40. Auch wenn wir hier vielleicht 60 fahren dürften, ne? Aber sicherheitshalber immer 40 fahren bei langsamer Fahrt, wenn man es nicht eindeutig weiß. Und eigentlich gilt ja auch die Signalgeschwindigkeit, die geschildert wird, die hat immer mehr Recht als die Buchfahrplangeschwindigkeit, die hier steht. Weil das Signal ist auch was anderes schildert, wenn man zum Beispiel über irgendeine Weiche oder so fahren muss, die hier im Buchplan nicht eingetragen ist, weil hier sind immer nur Streckengeschwindigkeiten eingetragen. Nicht für irgendwelche Weichen oder Abzweigstellen eigentlich. Wollen Sie gerade noch was anbringen irgendwie? Nö, ich habe nur ein anderes Wort dafür genutzt. Ach so. Okay. Ja, so, 120. Was habe ich gesagt? Höhere Wichtung. Mehr als 120 darf unser Zug gar nicht fahren, aber im Ebola steht sogar 115. Das heißt, unser Zug kann 120 fahren, aber auf dieser Strecke dürfen wir nur 115 fahren, warum auch immer. Oder werden wir das auch so tun? Dann rauschen wir hier einmal entlang unserem kleinen Dieseltriebwagen. Hier in Schleswig-Holstein auf diese Strecken ist ja auch viel geplant mit Batteriezügen. Und auch unsere Bahnstrecke nach Bad St. Peter-Ording, die soll auch mit Batteriezügen gefahren werden. Deswegen dann hier auch zukünftig demnächst an einzelnen Stellen so kleine Ladeinseln gebaut werden sollen, wo dann die Batteriezüge ihre Stromabnehmer aufklappen und dann halt eben geladen werden. Ich weiß gar nicht, wo die gebaut werden sollen. Ich glaube in Bad St. Peter-Ording, in Tönning vielleicht noch oder vielleicht in Husum. Bin ich mir nicht ganz sicher, das hatte ich mal gelesen, wo genau die gebaut werden sollen, aber auch schon wieder zu lange her. Auf jeden Fall sollen hier in wenigen Jahren, ich weiß gar nicht, ob nächstes oder übernächstes Jahr sogar schon, Batteriezüge rollen. Aber wir sind noch weiter hier mit unserem Dieseltriebwagen unterwegs. So. Das war jetzt durch Gelb. Der Ebola sagt 60, weil jetzt komme ich die Abzweigstelle. Und ich denke mal, die wird doch mit 60 zu fahren sein. Deswegen ich einfach mal auf 60 km/h runtergehe. So, und jetzt sehen wir gleich noch was in der Abzweigstelle, was ein bisschen interessant ist.
meiner Meinung nach. So, 60 haben wir erreicht. Alles supi. Das Signal hier vorne sagt wieder ohne Kommentar nur Langsamfahrt, aber Nebula sagt 60, weil hier geht es jetzt auch nicht um den weichen Bereich, sag ich mal, von dem Bahnhofskopf, sondern jetzt geht es wirklich um die Abzweigung und ja, ich glaube, ich weiß ja einfach, dass hier 60 sind, deswegen geht das. Auch im Zweifelsfall natürlich hier wieder auf 40 runterbremsen sollte. Und zwar zweigt hier die Strecke ab, aber nur von unserem Gleis, nicht vom Gegengleis. Das heißt, würden wir in der Gegenrichtung fahren, würden wir hier zwischen dieser Abzweigstelle und zwischen Husum eine Gegengleisfahrt machen müssen, signalisierte. Was ich auch sehr interessant finde bei der Betrachtung, dass die Bahnstrecke eigentlich sehr, sehr gut ausgelastet ist, ja. Und dass wir dann hier einfach das Gegengleis blockieren müssen, was ja schwierig ist, betriebstechnisch, sage ich mal. So, jetzt dürfen wir hier 80 fahren, weil die Bahnstrecke hier hat 80 km/h, die Kurve ist durch und ja, der elektronische Buchverband hat auch schon gezeigt, dass wir hier jetzt 80 fahren dürfen. Unser erster Halt ist dann bei Kilometer 11,6, müsste das sein? Ja, 11,6 in Witzwort und es ist nur ein Bedarfshalt. Das hätte ich ja auch für Wutachtalbahn schon erklärt. Susi kennt das Prinzip von Bedarfshalten noch nicht, das heißt, wir müssen da so oder so anhalten. Und jetzt geht's hier quer durch die grünen Wiesen bis nach Bad St. Peter-Ording, was ja direkt in der Nordsee liegt. Ah, die Nordsee werden wir nicht sehen, dafür ist der Bahnhof zu weit weg. Warten wir die. Zumindest, es war auf jeden Fall Wasser in einer der letzten Folgen, ne? Na genau. Also, das Wasser haben wir ja gesehen. Sylt? Rügen? Na genau, nee, Sylt. Rügen war es nicht. Sylt. Rügen ist immer noch Ostsee, nicht Nordsee. Ja. Ah, ja, Ostsee, Nordsee, alles dasselbe. So, wie wir es von der Nebenbahnstrecke natürlich auch kennen, hier mit unbeschränkten Bahnübergängen und Pfeiftafeln. Sagt, jetzt fahren wir ein Stückchen bis Witzwort. Das ist aber auch, glaube ich, der längste Abschnitt hier direkt am Anfang. Erstmal von Husum bis Witzwort. Dann wird das Ganze nach und nach enger von den Halt. Ne? Ich muss sagen, so spektakulär ist die Landschaft hier oben auch nicht. Ne? Ja, es ist halt nordisches Flachland. Ne? Na, es ist halt einfach ganz, ganz flaches Land hier. Hier mal so ein Kanal, dann links und rechts ein paar Felder, hier eine Pferdekoppel. Ist schon ganz nett, aber jetzt nichts, wo man sagt, Augenweide. So, da fahre ich durch und klebe nur am Fenster. Ist halt schön ruhig, nett, idyllisch, einfach nur. Jo. Kann man gutes Ackerland nehmen. Ja. Andererseits muss ich ja auch persönlich sagen, wenn es schon flach ist, dann macht das Fahren für mich auch einfacher. Wenn ich auf die Wutachtalbahn zurückblicke, wo man ja das war ja ein bisschen, ich sag mal, anspruchsvoll, ansprechendere Gegend auch. Nur da hat man das Problem das Ganze mit rauf und rapp und immer wieder bremsen und beschleunigen und ja, wenn man hier eigentlich relativ schön rollen kann und nur so ein bisschen du beschleunigen. Du siehst halt auch weit. Mal. Also du hast nie die Situation, dass irgendein Schild hinter dem Berg ist oder so. Ja. Oder dass irgendeine Bahnwerk hinter dem Berg ist, deswegen dann eine Langsamfahrstelle oder so hast, sondern nee. Ich sehe hier direkt meine Pfeiftafel. Und alles deswegen. Es sind sehr viele unbeschränkte Bahnübergänge hier. So. Aber haben wir noch immer noch ein Stückchen Zeit. Bis Kilometer 11,6. Oh, guck mal, hier liegen die Strohballen auf dem Feld. Wenn wir schon so bei viel über Landschaft betrifft, Landwirtschaft reden, meine Güte. Nordfriesische Marsch haben wir auch ein LS19-Projekt zugemacht. Na, no. So. Auch für die Jahre ist das eigentlich schon wieder her. Das ist ein Jahr her. Ja. Mindestens. Anderthalb. Ich glaube, es sind 2 Jahre. Das ist übrigens, unser Kanal wird da jetzt demnächst 3 Jahre alt. Das sind schon 2 Jahre. Eieiei. Vergangen. Zeit vergeht, ne? Unglaublich.
Jetzt kommt hier gleich mal ein beschrankter Bahnübergang. Und da blinkt das Signal auch schon. Sehr gut. Das ist gesichert. Folge. So, und 1 Kilometer, dann haben wir auch schon Witzwort. Folge 35, das Finale der NFM, Nordfriesische Marsch. No. Das war die letzte und die kam raus am, stets öffentlich, na gut, steht das. 25.11.2020. Witzwort, Bedarfshalt. Zum Ausstiegen bitte jetzt ja, langsam Umschalten betätigen. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung 20 km/h. Na Glückwunsch. Aber gut. Ist halt hin und wieder mal erst so auf so langsam, so Nebenbahn langsam vorstellen sind, weil halt irgendwas marode ist oder irgendwie. Und natürlich werden Hauptstrecken, insbesondere Schnellfahrstrecken, da eher repariert und in die Lupe genommen als so Nebenbahnstrecken, die jetzt weniger von der Wichtung her sind. Und hier ist nämlich die Brücke hier vorne. Und der liegt. Ach, ist doch 11.8, habe ich mich verlesen. Weil hier wäre 11.6. Na, wer die Brücke ist, die ist. Einmal im Eimer, hier mal das A-Schild mit Anfang der Langsamfahrstelle und dann mal das E-Schild für Ende der Langsamfahrstelle. Wenn da unser Zugschluss drüber ist, doch wieder beschleunigen. Wobei es auch nicht so viel bringt, weil da vorne ist ja schon der Bahnsteig. Und da stehen auch Menschen, das heißt, anhalten müssten wir so oder so. Egal ob Bedarfszeit oder nicht. Und dann rollen wir mal ein Stück vor. Mal nach draußen schauen. Och, guck mal, ich habe doch wunderhübsch gehalten. Weil ich versuche ja immer, wenn das ganze Wartehäuschen und alles mögliche da so weit hinten ist, ich dann halt eben nicht bis ganz nach vorne fahre, dass die Leute nicht alle dann nach vorne rennen müssen. Da hat man natürlich dann auch immer das Problem, dass man, wenn man Pech hat, dass man dann zu früh hält und dann der hintere Teil vom Zug noch nicht am Bahnsteig steht. Ist in dem Fall aber nicht der Fall. Hier ist alles weg. So. Wie sieht das mit der Pünktlichkeit eigentlich aus? 45 sollten wir da sein, sagen wir 47. Ja, ich mache mit diesem Abschnitt hier immer irgendwie Verspätung. Zum einen wegen der Langsamfahrstelle, aber zum anderen irgendwie ist die Zeit auch ein bisschen sehr knapp bemessen. Ich glaube, ich habe es noch nie geschafft, hier von Husum nach Tönning pünktlich zu kommen. Und auf dieser Bahnstrecke kann man auch nicht pünktlich sein, weil es sind teilweise so viele Langsamfahrstellen. Vor allem dann gegen Ende in Bad St. Peter-Ording ist dann nochmal Langsamfahrstelle und Zeug. Das macht es ein bisschen schwierig, den pünktlich fahren. Also habe ich in der Regel immer so 3, 4, 5 Minuten Verspätung am Ende. Was auch schwierig ist, weil man in Bad St. Peter-Ording auch glaube ich nur 6 Minuten Wendezeit oder so hat, dass es dann auch wieder kompliziert macht. Deswegen ist alles ein bisschen knapp bemessen auf der Bahnstrecke. Aber scheint zu funktionieren. Zumindest in der Realität. So. Wenn ihr mal in den Buchfahrplan reinschaut, da ist der nächste Halt dann Harbleck bei 15.3 und darüber haben wir dann ein Einfahrsignal stehen für Tönning. Mit so einem auf der Seite, auf so einem auf die Seite getretenen T. Und das bedeutet Stumpfgleis, also in ein Stumpfgleis reinfahren. Deswegen steht da auch 30 km/h, weil, wie wir in der letzten Folge gelernt, vorletzten Folge gelernt haben, der Einfahrt in ein Stumpfgleis erfolgt um 30 km/h. Weil in Tönning muss man nämlich einmal Kopf machen, ne? Da muss man einmal dann an die andere Seite vom Zug gehen und dann in die Gegenrichtung wieder rausfahren und andersrum abbiegen. Weil es bei der Bahnstrecke so, dass da wie ein Kopf machen ist. Wo ich auch nicht ganz sicher bin, ob da in Tönning mal die Strecke früher weiterging oder nicht. Das habe ich nie ganz nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob ich mal das nachgegoogelt habe oder nicht. Ob ich zum Ergebnis komme oder nicht. Wenn ihr da was wisst, dann schreibt es in die Kommentare, weil ich finde, der Bahnhof in Tönning, der sieht da so ein bisschen sehr verdächtig aus, als ob die Bahnstrecke da mal weitergegangen wäre an der Stelle, wo wir Kopf machen. Das zeige ich euch dann, wenn wir soweit sind. Das sind auch ein paar Kilometer. Dazwischen liegt ja erstmal auch noch Tönning. In einem Kilometer tatsächlich auch schon. Nächster Halt, Harbleck.
Bedarf es halt was zu zum Aussteigen, Google. Bitte jetzt Google. Halte Wunschtaste betätigen. Ja, der Aufstieg ja mal ist der Fahrt Richtung rechts. So nach Bad St. Peter-Ording, ob da hier auch noch irgendwas ist. Ausstellen? Nee. Einfach zur Bahnstrecke, ob da noch irgendwie steht, dass die mal früher weitergingen oder nicht. Bei Wikipedia-Artikeln steht das in der Regel immer da. Ich hoffe, ich spreche alle Ortsnamen richtig aus. Den Ansagen müsste ich es, glaube ich, auch ordentlich gemacht haben. Ah, ich hätte ein bisschen eher bremsen sollen. Wollen wir nicht hier ganz nach vorne im Bahnsteig gehen? Jetzt passiert nämlich das, was ich vorhin meinte, was ich eigentlich nicht will, dass die Leute nach ganz vorne rennen müssen, weil hier war es auch wieder so, dass das Wartehäuschen und so hinten ist. Tut mir leid an die Frau, die da hinten im Wartehäuschen stand, die muss erstmal hier nach vorne laufen und sich an dem Busch da vorbeiquetschen, der hier auf dem Bahnsteig drauf ragt. Naja. Barrierefrei sind das Ganze natürlich auch nicht. Aber wie häufig bei so kleinen Nebenbahnen, dass da die Bahnsteige nie auf die 55 bzw. 76 cm angepasst wurde. Je nachdem, mit was der Standard in der Region ist. Im Westen von Deutschland sind es ja eher die 76 cm, im Osten sind es eher die 55 cm, die da anders sind für Regionalzüge. Und im Fernverkehr sind es allgemein 76 cm. Deswegen, und bei S-Bahnen, bei sowas wie S-Bahn München oder so, da sind es 96 cm für diese klassischen S-Bahn-Triebwagen. So, und dann geht's weiter. Das Einfahrsignal haben wir bei 20.8, wie ich das erkennen kann, oder 20.6 oder so. Das ist nicht schwer erkennbar auf dem Plan, das ist ein bisschen verschwommen, aber gut. Passt schon. Also ja, es gab mal eine andere Streckenführung. Hier steht es zum Beispiel, die alte Streckenführung erreichte Husum von Südwest und mündete am Ende einer Kurve von Westen in den südlich der Stadt an der Ortslage, Pockenburg liegenden Bahnhof Husum. Diesen verließ sie heute als Strecke nach Lübeck, östlich in Richtung Flensburg. Oh Gott, es waren da viele Himmelsrichtungen, wie soll da einer durchsehen? Und bei Tönning gab es da noch irgendwas? Wo wir jetzt hier hinfahren gerade? Henning, weist so ein Kopfbahnhof aus? Auf. Oh Gott, ich kann nicht mehr lesen. Von Anfang an führte eine Hafenbahn zwecks vieler Verladung. Okay, ich sollte nicht alles vorlesen, wenn ich schon nicht lesen kann. So, braucht man noch ein Stückchen durch die Gegend, während Tobi versucht, den Artikel zu verstehen? Nee, nicht wirklich. Also hier steht nur was über Fährenverbindungen und so. Okay, also wahrscheinlich ist da hinten einfach nur irgendwie welche Abstellgleise oder so, die dann genutzt wurden. Oder wahrscheinlich einfach noch, was ja auch häufig bei so Bahnhöfen war, dass da irgendwelche Abstellmöglichkeiten oder so für Züge gab. Oder so ein Ringlokschuppen oder so, dass das dann vielleicht da hinten angeschlossen war. Manchmal ist es ja auch so, dass dann so eine Bahnstrecke ist und dann ging da von da halt Bahnstrecke ab und dann hat man dann irgendwie den einen Ast an der Bahnstrecke liegen und deswegen muss man dann heutzutage dann Kopf machen in diesem Bahnhof. Weil es einfach nicht mehr geradeaus weitergeht. Ich kann es euch gleich nochmal zeigen, wenn wir nach Tönning reinfahren, wie ich das meine. Ist vielleicht ein bisschen abstrakt gerade erklärt. So, 2 Kilometer noch. Jetzt sind wir am Einfahrsignal. Das werden wir auch gleich mitkriegen, wenn dann die Geschwindigkeitsreduktion auf die 30 km/h kommt. Die dann natürlich gilt. So, da hinten sehen wir schon irgendeinen Kirchturm oder irgendwas. Das scheint wohl Tönning zu sein da hinten. Ich würde es mal vermuten. Wir nähern uns ja auch ganz stetig der Ortslage. So, da vorne sehe ich auch schon irgendwelche gelben Lämpchen, als ob da ein Signal wäre. Was uns sagt, dass wir Halt erwarten haben. Logischerweise, weil wir mit dem Kopfgleis einfahren, wo dann am Ende dann es nicht weitergeht.
Wobei da ja nicht mal ein Prellbock steht, sondern da geht es einfach nur in verwachsenes Gelände rein. Aber da sollte man dann trotzdem nicht weiterfahren. Aber könnte man in der Theorie. Das wäre vielleicht auch nochmal was, einfach mal, dass wir dann zum Spaß mal in das verwilderte Zeug da reinfahren. Wie es dann da hinten aussieht. Ich glaube, dass dann irgendwann einfach eine Barrier gebaut worden. Ich glaub, der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Das ist einfach irgendwann eine Barriere. So. Einfach vorsichtig atmen jetzt schon. Hier ist der 500 Hertz Magnet. Genau. 500 Hertz Magnet, der geht ja nicht nur, den gibt es nicht nur bei Halt, sondern auch bei Geschwindigkeit, ich glaube, kleiner 40 km/h war das. Weil 500 Hertz, warum deutet ja erstmal an sich, dass man nicht schon als 45 km/h fahren darf, deswegen. Dann haben wir hier das Einfahrsignal. Geht um ein paar km/h runter, dann sind wir jetzt bei 30 km/h. Genau. Aber wir haben Langsamfahrt, nicht gelb. Also, alles in Ordnung eigentlich. Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass man gelb bekommt. Weil es ja Ende Gelände dann. Aber die Signalscheibe hat sich schon überlegt. So, und hier ist halt eben dann die Strecke, die dann weiter nach Bad St. Peter-Ording führt. Das andere Gleis hier drüben. Und hier haben wir den Kopfbahnhof. Da hinten geht es dann verwildert in die Pampa und wo ich überlegt hätte, da könnte vielleicht auch einfach eine Strecke weitergegangen sein früher mal. Dass es dann Züge gab, die ja gerade durchgefahren sind und Züge, die dann halt eben dann hier gestaut sind, nach Bad St. Peter-Ording zum Beispiel. Da hinten sind noch ganz viele Weichen und so, als ob halt eben hier eine Strecke weitergegangen wäre. So, einmal gedreht. Da startet einmal alles neu. Den Bufferplan kann ich wieder wegmachen, den brauchen wir ja nicht. So, dann der elektronische Bufferplan, schaut mal, wo wir jetzt gerade gelandet sind. Genau, wir sind im Tönning, Ausfahrt haben wir mit 60 km/h. Ankunft wäre 55, wir sind 56 reingefahren, also eine Minute weniger. Pünktlich. Und die Ausfahrt haben wir dann 12.01 Uhr und wir warten jetzt hier einmal auf den Gegenzug, der jetzt aus Bad St. Peter-Ording kommt, weil Tönning hier ist auch der einzige Bahnhof, also der einzige Zwischenbahnhof auf der Strecke, wo sich Züge kreuzen können. Und hier müssen wir natürlich eine Zugkreuzung machen, weil hier ist Stundentakt, aber wir fahren eine ganze Stunde lang, also eine knappe Stunde fährt man auf der Strecke. Das heißt, wir fahren eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Das heißt, dann wäre hier nur ein 2-Stunden-Takt möglich, wenn hier sich keine Züge begegnen können. Deswegen müssen wir dem hier auf der Hälfte in Tönning einmal den Gegenzug warten. Ne? Das muss natürlich auch so zeitlich versetzt sein, weil halt eben aus beiden Richtungen man über ein Gleis hier einfährt. Das heißt, erst muss der eine Zug, also wir, einfahren, dann fährt der zweite Zug ein, der Zug eben aus Bad St. Peter-Ording, dann fahren wir aus und danach fährt der Zug nach Husum wieder aus. Deswegen. Und zum anderen braucht es natürlich auch die 6 Minuten, weil wir in der Realität erstmal da drüben abrüsten müssen, dann mal unsere 7 Sachen packen müssen, hier einmal rüberlaufen müssen, hier den Zug wieder aufrüsten müssen und so weiter und so fort. Was natürlich seine 6 Minuten in Anspruch nimmt, die in einer Regel für den Fahrplan eingeplant sind. Ja, dann warten wir mal. Oder? Ich kann auch vorspulen, ne? Ah, guck mal. Jo. Da. Stehen sich die Bahnsteigen? Ich habe gerade aus der falschen Taste gedrückt, deswegen hat es gerade kurz angehalten, die Simulation. Da hat wahrscheinlich der Zug in die Gegenrichtung wahrscheinlich jetzt nah genug, weil der Bahnhof müsste signalgesteuert sein. Das heißt, die Signale hier, die Einfahrsignale nach Tönning, also hier die Ausfahrsignale aus Tönning, die müssten sich nur grün stellen, wenn der Bahnübergang hier geschlossen ist. Das heißt, der Zug ist jetzt so nah, dass der Fahrdienstleiter jetzt hier den Bahnübergang geschlossen hat und das Signal auf grün gestellt hat. Und solche signalgesteuerten Bahnübergänge sind übrigens auch die mit der längsten Schließzeit, einfach weil die eben schon, bevor der Zug überhaupt an dem Signal ist, schon geschlossen sein müssen, ne?
Während solche mit Gleiskontakt zum Beispiel, dass er dem erst, wenn der Zug sich nähert und dann diesen Gleiskontakt überfährt, dann schließen sich die Bahnübergänge erst. Deswegen ist da die Wartezeit dann deutlich geringer für die Autofahrer. So, ich würde trotzdem sagen, ich spule mal ein Stückchen vor, bis jetzt der Gegenzug kommt. Aber da ist er auch schon. Dann haben wir es auch schon 12 Uhr. Das heißt, in einer Minute haben wir Ausfahrt. Ich glaube, der hat auch eine Minute Verspätung oder so. Weil es ein bisschen knapp alles. Jetzt schließen sich die Bahnübergänge wieder, weil jetzt eben hier unser Signal auf grün geht. Aber wir warten noch den Moment ab, den wir hier zu stehen haben. Wir wollen noch nicht zu früh abfahren, ne? Das gehört sich ja nicht. So, ich spule noch ein paar Sekunden vor. Jetzt haben wir es 12:01 Uhr. So, Türen verriegelt. Dann können wir auch losfahren. Ich sage, dann können wir auch losfahren. Jetzt können wir losfahren. Gut, da wurde dann die ganze beim ersten Versuch der Zug. So, die Auswahl können wir jetzt natürlich mit 60 machen, weil wir fahren ja nicht in ein Stumpfgleis ein, ne? So, einmal hier lang. So, die Bahnstrecke. Und dann geht's weiter und dann haben wir bei 25,6 Karting. Wir wachsen hier. Müssen wir wahrscheinlich wieder mit dem Unkraut Entfernungsmittel drüber gehen. Was für Faxen? Hä? Was für Faxen? Hier wächst Unkraut. Wachsen? Müssen wir mit dem Unkrautvernichtungsmittel mal drüber gehen. Ja, nee, nicht schon klar, aber... Na komm, hier drüben liegen Kühe auf der Weide. Was will der denn mit Faxen? Und das ist wieder so ein sächsisches Wort für Unkraut, oder was? Wäre mir neu. So, und jetzt geht's hier wieder geradeaus weiter und jetzt, zack, habt ihr es gesehen, da springt der Hoppler noch die 80 km/h, dann kommen wir wieder 80 fahren. Einfach nur, dass die Kurven da im Gleisbereich nur für 60 ausgelegt sind. Wobei 60 auch eine normale Geschwindigkeit eigentlich für eine Anrufseil- und Ausfahrt ist. Neben Bahnsteigen ist manchmal sogar noch schlimmer, dass man nur mit 40 km/h oder so eine Bahn auf ein- und ausfahren kann, weil da die Weichenradien noch viel, viel enger sind. So, 25,6. Naja, ist noch ein bisschen. Aber auch Kartings wieder in den Bedarfshalt. Danach kommen wieder ein paar mehr normale Halte. Dann haben wir Katharinenherd ist ein normaler Halt, Gardings normaler Halt und St. Wele ist dann noch der einzige Bedarfshalt. Wir haben uns mal schon in Bad St. Peter Süd und dann kommt halt eben Bad St. Peter Ording. So, ich habe jetzt gerade keine Pfeiftafel übersehen, weil der Bahnübergang hier, der hat sehr danach gerochen, seit ich pfeifen müssen. Müssen wir mal schauen, wie viele Pfeiftafeln ich dann am Ende laut Statistik vergessen habe zu pfeifen. Ich hoffe, es sind nicht allzu viele. Bestenfalls natürlich null. Aber wenn ich natürlich noch gleichzeitig euch hier versuche zu unterhalten oder hier hin und rumschaue und irgendwas erkläre, dann kann es natürlich sein, dass mir so eine kleine weiße Pfeiftafel durch die Lappen geht. Und ich die nicht ganz sehe. Deswegen, Tobi, solltest du hier eine weiße Tafel mit einem P drauf sehen und ich sollte die irgendwie nicht reagieren oder nicht pfeifen, wenn wir an der vorbeifahren, dann gib mir Bescheid, dass ich noch schnell noch pfeifen kann. Rechtzeitig. Mache ich. Ich will ja nicht, dass hier irgendein Autofahrer oder irgendein Fußgänger hier über den Bahnübergang läuft und gar nicht mitbekommt, dass hier unser Zug sich nähert. Weil das gibt dann nur Probleme für mich. Du kannst es auch ausdrücken, ja. Ja. Sollen wir auch wieder links und rechts einen kleinen Abwasserkanal, der hier lang läuft, also Entwässerungskanal. Abwasser ist ja nicht, ist eine Entwässerung des ganzen morastigen Bodens hier, damit der landwirtschaftlich besser genutzt werden kann. Das ist auch so ein auffälliger Bahnübergang, aber ich habe keine Pfeiftafel gesehen, obwohl ich ganz auf die Strecke geschaut habe jetzt. Nächster Halt. Cutting. Bedarfszeit. Zum Aussteigen bitte jetzt halte das ist natürlich kein offizieller Bahnübergang. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Einmal am Tag ein Bauer zu befährt zwischen zwei Privatgrundstücken von ihm, ist kein öffentlicher Weg, weil ich glaube, dann gibt es die nämlich auch nicht. Irgendwie so war das. Wenn ihr natürlich genau was wisst, dann klärt mich auf. Ich habe da teilweise auch nur ein bisschen Halbwissen. So. Er ist am Pfeifen. Und bremsen. Vorne ist auch schon der Halt.
steigen wir natürlich niemand. Oh, hast du es gerade gesehen, das Schild? Da stand drauf, Deutsche Bundesbahnanlage. Ist schon ein bisschen älter, das Schild, würde ich behaupten wollen. Ein bisschen. So. Einsteigen will natürlich keiner. Zumindest steht niemand am Bahnsteig. Ich weiß auch nicht, ob jemand aussteigen will, weil alte Wunschtasten, ob die jemand drückt, das sehen wir natürlich auch nicht. Weil es das Spiel halt eben nicht unterstützt bisher. Also es gibt hier eine Haltewunschlampe, ich glaube, es ist die gelbe hier oben, aber die leuchtet natürlich nicht auf, weil, ja. So. 12.05 Uhr. Ja. Ein paar Sekunden drüber. Jetzt springt es auf 12.06 Uhr um. Aber an sich sind wir recht möglich. So, eine Minute vielleicht so ein bisschen. Hier wiederum gab es Pfeiftafeln. Über diese Zäune links und rechts. Um die Felder ringsherum. Ich bin auch schon, wie die ganzen Posten hier auf den Zäunen so alle wie so in der Realität so ein bisschen schief krumm bucklig stehen und nicht alle so ganz, ganz schnurgerade reingesetzt wurden vom Webersteller. Das sind so kleine Details, das machen es natürlich dann noch ein bisschen realistischer vom Feeling her. Bei der Realität tut der Bauer natürlich auch nicht jeden Holzposten exakt gerade reinmachen. Hier sind es mal ein bisschen gerader, zum Beispiel links gerade. Da hat der Bauer mal ein bisschen ordentlicher gearbeitet, aber hier rechts sind es auch wieder so ein bisschen hilfkrummbucklig. Naja gut, wenn dann auf dem Zeug im Weg steht, ne? Genau. Na, zum Beispiel das jetzt hier gerade, das war kein richtiger Bahnübergang, sondern das war einfach nur, da war das Feld, da war ein Tor zum Feld und auf der anderen Seite war auch wieder ein Tor zum Feld. Also das ist kein richtiger Weg oder so, sondern einfach nur eine kleine Verbindung zwischen den beiden Feldern. Da muss der Bauer dann einfach eigenvorsichtig aufpassen, genauso wie hier in eigener Vorsicht aufpassen, dass er nicht vom Zug erwischt wird. Weil ich glaube, das war nur so Bahnübergänge nur bei öffentlichen Wegen. Und nicht bei Dingen, die zwischen Privatgrundstück da irgendwie hin und her sind. Nächster Halt. So, Katharina 24. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Rasen auf der Weide. Aber schon eine enge Kurve hier. Aber wenn die für 80 ausgelegt ist, dann ist die für 80 ausgelegt. Aber labert gerade ganz schön mit in der Seite, muss ich sagen, hier in der Kurve. So. Ach, hier. Aber den Quatsch. Das war die Pfeiftafel für die Züge, die durchfahren und nicht halten. Ne? Aber hier pfeifen wir. Und dann bei der Abfahrt hier gleich nochmal pfeifen. Ah, ein bisschen zu weit gefahren. Ich muss bei der Abfahrt nochmal pfeifen. Deswegen ist hier direkt am Ende des Bahnsteigs eine Pfeiftafel gewesen. Noch. So, dann sollen die Herrschaften mal einsteigen. Aber ich finde, mit so einem ganz kleinen Zug durch die Gegend zu fahren, ist eigentlich auch ganz nett. Ja. Also. Ja, aktueller Stand ist plus 1 bei uns. Das ist, wo wir in Turning pünktlich losgefahren sind, aber okay. Aber ja, das werden wir schon hinbekommen mit der Zeit. So, als nächstes dann Garding 31.5 und da haben wir da auch nochmal kurz 50 km/h nur, wenn ich es richtig erkennen kann. So wie heute ein bisschen von der Auflösung her, so ein bisschen verpixelt irgendwie, verschwommen das Elektronenbuchfahrplan. War schon mal schärfer. Nein. Aber die ganzen Displays hier drinnen, die werden nämlich getrennt geladen vom Zug. Deswegen kann es sein, dass der Zug schärfer ist als das Display oder andersrum. Aber eigentlich sind die Displays immer relativ scharf geladen, aber... Weil dann sich Displays heute gedacht, wir laden mal nur auf 1080p, obwohl ich ein Bildschirm mehr für 1440p habe oder irgendwie so. Deswegen ist es ein bisschen schwer erkennbar gerade. Aber gut, ich krieg das schon hin. So, 31.5 und 31.1. Bisschen die Geschwindigkeitsreduzierung. Ui, was ist hier mit dem Masten basiert? Der Schilderung ist sehr, sehr schief.
Gefühl ein bisschen zu schief fand, ja. Wenn nur so der Wind durchs Land pfeift, dann hat der ja auch keine Hindernisse. Das sah eher aus wie, guck mal, hier ist sogar ein abgestützter Mast. Das sah eher aus wie, keine Ahnung, was dagegen ist. So. Mal langsam fahren. Ankündigung. 50 km/h wegen dieser. Ja, das ist wahrscheinlich eine dauerhafte Langsamfahrstelle. Keine temporäre. Sieht man auch dieser weiße Schild, dieses weiße Schild nach unten. Ne? Wenn jetzt temporär, die haben ja diese gelben Geschwindigkeitsreduktionsschilder mit den zwei gelben Lampen noch. Nächster Halt. Garding. Der also, Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Hätte recht, wenn ich nur 50 runtergehe. Was ist das für ein riesen Funkturm denn da drüben rechts? Das ist ein Oschi. Wo er da mit so, keine Ahnung, 4-5 Seilen oder so festgehalten wird. Halleluja. Man muss ja nicht alles mit Beton bauen, ne? Na. Hier rechts sind mal die ganzen Häuser von Garding. Da hier beginnt der 50 km/h Abschnitt, das ist A. So, will er noch blinken? Gut, dann blinkt er nicht, dann haben wir jetzt eine Bahnübergangsstörung. Oh, der Bahnübergang scheint erst hinter dem Ding hier zu liegen, hinter dem Bahnsteig. Der pfeift hart, sieht hier denn? Ich sehe immer einen Bahnübergang. Oder ist allgemein bekannt, dass der Bahnübergang hier Bahnübergangsstörung hat und deswegen sind überall Pfeiftafeln. Das ist die nächste. Deswegen haben sie 5 Pfeiftafeln aufgestellt, statt den Bahnübergang zu reparieren. Wie? Guck mal, das ist ein Schatzsucher, oder? Nee, ich glaube, der macht hier einfach, oder macht Müll weg oder hier Unkraut oder auch. Wo Unkraut macht er in der Regel eigentlich mit hier irgendwelchen großen Sonderzügen weg, die man hier drüber fahren lässt dann nachts. Und hier mal Unkraut sprühen aus meinem Bahnübergang. Aber der bewegt sich. Naja. Das ist ja was animiert. Krasses. Hab ich auch noch nicht gesehen. So. Vielleicht, wenn ihr näher zu diesem Bahnübergang hier wisst, keine Ahnung, aber hier sind so viele Pfeiftafeln, aber ich werde da trotzdem stehen bleiben. Nein, hier ist noch ein unbeschrankter Bahnübergang. Aber da vorne blinkt wieder das Lämpchen. Als ob der Bahnübergang ganz wäre, aber ich habe ja die 1000 Hertz Überwachung bekommen. Durch das da vorne. Hier vor dem stehen bleiben wir jetzt nicht mehr hinbekommen. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich bleibe mal vor beiden stehen, vorsichtshalber, aber okay. Ne, für den haben wir gepfiffen, der hat auch keine Signale gehabt. Also müsste bei dem alles in Ordnung sein. So, mehr als 40 kann ich gerade eh nicht. Was sagt, hier blinkt es jetzt wieder, als ob der Bahnübergang in Ordnung wäre. Ich verstehe es nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare, was hier falsch ist. Ich bleib trotzdem davor stehen. Weil an sich habe ich ja Bahnübergangsstörungen eigentlich reinbekommen durch das Signal. Aber Schranken sind noch Auto steht auch, Schranke gibt's hier nicht. Die Blinklichter blinken, weiß ich nicht. Hört das? Die Glocke klingelt zumindest. Also auf mich wirkt es, ob der Bahnübergang in Ordnung wäre. Auf dem muss ja nicht sein. Nur weil der Ausstieg in Ordnung wäre, muss es ja nicht heißen, dass er auch in Ordnung ist. Auf jeden Fall. Wir haben es ordnungsgemäß gemacht. Für den Fall, dass hier doch Bahnübergangsstörung ist. Ich will am Ende ja keinen Ärger vom Chef bekommen, ne? So, zur Pünktlichkeit ist natürlich jetzt nicht beigetragen. Aber ich sagte ja, diese Bahnstrecke ist Pünktlichkeit immer so ein schwierig. Nächster Halt, St. Wele. Von weil ich weiß, dass ein Bad St. Peter-Ording da aussteigen, der Ortslage, bitte jetzt halte uns Bad St. Peter-Ording. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Zwischendurch.
die ist noch relativ lang, glaube ich, die Belandungsanbaustelle, mich richtig erinnere. Es ist auch schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gefahren bin. Deswegen, ja. Ist ein bisschen kompliziert mit der Pünktlichkeit. Guck mal, da liegen schon wieder ein paar Kühe auf der Weide. Die lassen sich's gut gehen. St. Wähler. Ja, die hatte aber so einen hier Streifenmuster drüber, das bedeutet, dass alle Züge, die nicht am Bahnsteig halten, dort pfeifen müssen. Und wir müssen erst mal vom Bahnsteig losfahren pfeifen, deswegen haben wir nochmal eine Pfeiftafel am Ende vom Bahnsteig. So, das Ganze ist natürlich nur ein Bedarfshalt. Hier will natürlich wieder keiner einsteigen, aber vielleicht will jemand aussteigen. Deswegen halt man natürlich. So, wir sollten 14 hier sind, wir haben es aktuell 16, also haben wir jetzt plus 2 durch unsere Bahnübergangsgeschichte. Ganz kurze technische Frage, wie lange brauchen wir noch? 20 Minuten, nicht mehr, also Viertelstunde maximal. Nee, ich muss weg. Also, so. Ich würde mich dann verabschieden. Jo. Und ja, ich wünsche euch noch eine angenehme Fristfolge und vielleicht schaffe ich es nochmal wiederzukommen, aber wahrscheinlich eher nicht. Man sieht sich. Na, tschüss. So, und wir fahren nochmal weiter. Mal sehen, wie wir von aber später noch aufholen können, aber ich glaube, das wird nichts mit der Pünktlichkeit, weil Fahrzeug Peter Orling hat ja gerade schon gesagt. So, dann haben wir Tating bei 36,5. Ist auch nicht mehr weit. Das ist wieder ein richtiger Halt. Bedarfsseite gibt es keine mehr für der weiteren Strecke. Vielleicht haben sie auch schon gleich geschafft. Nicht mehr weit, wie ich halt schon meinte. Viertelstunde vielleicht noch. Vielleicht wir haben es jetzt seit 14 sollten wir hier sein, 27 und wir warten wieder unten. Also ja, Viertelstunde. So, mal wieder ein Badeübergang. Funktioniert der wenigstens? Ja. Funktioniert. Sehr gut. Wir brauchen ja nicht noch mehr Bahnübergangsstörungen hier. So, noch durch die Landschaft hier. Ist auch eine ganz interessante Landschaft, muss ich sagen. Also, wie ich schon am Anfang meinte, ist zwar ein bisschen alles sehr flach und so, aber schön recht idyllisch. Aber so wie er dem da Norden ist, ne? Es hat nicht so viele Hügel und Erhebungen. Es ist alles ganz flach gebügelt im Boden, ja. Ich glaube, das hier gerade links neben uns ist eine der größten Erhebungen, die es wahrscheinlich gibt. Genau, so. Konzentrieren, wo sind wir? Das sind 36,5 nicht verpassen. Naja, 1 Kilometer noch. Nächster Halt: Tating. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Wäldchen, ist auch ganz nett. Kann schon mal in neutrale Stellung gehen. Und auch gleich schon anfangen mit Bremsen. So, dann sehen wir mal, hat sich der Schwellentyp geändert. Jetzt haben wir andere Bahnschwellen. Ja, und dann ist sowas alles in Susi auch dargestellt wird. Schwellentypen, die sich dann auch unterschiedlich aussehen. Nicht mit einmal hier alles eine Einheitsbahnschwellen verlegt. Nee. Gibt halt mehrere Bahnschwellen. Auch ein Hersteller. Wenn hier halt eben andere Bahnschwellen verwendet wurden beim Bau oder Sanieren oder wie auch immer der Bahnstrecke, dann ist es halt so. Na, wird ein bisschen zu spät gebremst. Obwohl, na, hier ist eigentlich das Halteschild. Also sollte ich ja hier halten, ne? Auch ein bisschen stark gebremst, muss ich sagen. Bisschen stark gebremst. Seht ihr das? Die Schwellen, die sehen so aus, als ob die so zickzackmäßig verlegt wären. Oder täuscht mein Blick? Ich kenne das auch mit so Zickzack-Schwellen, aber ich kenne das. Das habe ich auch bisher nur von ein einziges Mal in der Realität gesehen. Das war aber auch auf einem Bahnhofsgleis, was nicht mehr in Verwendung ist, also was zugewachsen war. Das war ein zugewachsenes Bahnhofsgleis. In der Nähe von Bad Schandau war das.
Radmannsdorf oder so. Oder Porschdorf? Eins von beiden, Radmannsdorf oder Porschdorf. Dort war das. Und das war auf so einem zugewachsenen Bahnhofsgleis, keine Bedeutung mehr hat. Waren auch solche Zickzack-Schwellen verlegt. Wenn da auch wieder jemand was Näheres zu kennt, kann er auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich bilde mich da gerne weiter. So, den nächsten Bahnübergang. 18, 20 oder so. Wir bleiben bei unseren plus 2 Minuten. Die halten wir uns erstmal schön. So, und dann ist der nächste halt auch schon bei 40.9 Bad St. Peter Süd. Da kann man das Ende auch schon riechen, beinahe. So, da liegen noch mehr Strohballen. Aber schaut gerne mal auf den nordfriesischen Marsch nach vorbei, was wir schon am Anfang der Folge verlinkt haben. Wir machen ein ganz nettes Projekt, auch wenn es ja ein bisschen älter ist und dadurch natürlich auch von der Qualität noch nicht dieselbe ist wie heute für uns auf dem Kanal. Aber ist halt klar, wenn man sich als YouTuber das anschaut, was man vor einem, wenn nicht sogar vor 2 Jahren oder noch länger zurück gemacht hat, dann kann man sich das einfach nicht mehr anschauen. Wenn man sich einfach so weiterentwickelt, die Zuschauer merken das vielleicht gar nicht, weil für sie ist es irgendwie so normal, diese Entwicklung, die merken das gar nicht so, aber bei uns läuft im Hintergrund, wir tun ja das ja nicht nur einfach nur so nebenbei uns entwickeln, sondern teilweise auch Entwicklungen planen oder absprechen, dass wir einfach schauen, so, okay, was könnte man besser machen, neben dem, was sich automatisch verändert, wie dass man einfach selbstbewusster wird in den Videos. Die ersten Videos, die wir gemacht haben, das war ja einzige Stotterpartien, bei denen wir nicht wussten, was wir sagen sollen. Wäre das jetzt ja natürlich mit einer viel höheren Vertrauen, also Selbstvertrauen da funktioniert, weil man einfach same business as usual macht und nicht was ganz, ganz Neues. So. Können wir schon Bad St. Peter Ording sehen? Na, dann noch ein bisschen im Hintergrund ein bisschen Waldmeer noch. Aber mal schauen. Ich muss gleich sehen können. Mal reinfahren. Wir fahren da einmal jetzt durch die ganze Ortslage mehr durch. Bis ans Ende dieser Stichstrecke. Ist ja eine Stichstrecke, also Stichstrecke sind einfach eine Bahnstrecke, die irgendwo losgeht, aber dann nicht mehr an eine andere Bahnstrecke andockt, sondern die einfach irgendwo hingeht und dann dort einfach endet im Nichts, sage ich mal. Das ist so eine Stichstrecke. Bei meisten Bahnstrecken eher so, dass sie an ihrem Anfang in irgendeinem Bahnhof nehmen, an einer anderen Bahnstrecke und die Ende auch in der Süd. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Den, vor allem bei Nebenbahnsteigen, auch Bahnsteigen eigentlich nicht, aber bei Nebenbahnsteigen ist halt manchmal auch so, dass die einfach da dann enden. Ach, die nächste Bahnübergangsstörung. Ah, so. Ich gehe schon mal runter, weil ich weiß gar nicht, ob der Bahnübergang noch vor Bad St. Peter Süd oder nach Bad St. Peter Süd liegt. Und dann macht die Ankündigung für die Langsamfahrstelle. Okay, der Bahnübergang liegt dahinter. Aber da leuchtet auch die weiße Lampe, als ob der Bahnübergang in Ordnung wäre. Also klärt mich mal auf, wie das da ist. Ist der jetzt in Ordnung? Ist er doch kaputt? Also ich werde jetzt wieder davor anhalten und pfeifen, wie beim letzten Mal auch. Weil lieber mache ich das einmal zu viel als einmal zu wenig und sich dann unwissentlich gegen Protokoll verstoße. So, jetzt das war gerade vorhin die Ankündigung für Langsamfahrstelle 30 und jetzt haben wir nochmal die Ankündigung für 30 halt eben km/h, weil wir jetzt natürlich in Bad St. Peter Ording dann wieder in Kopfgleis einfahren, weil eine Stichstrecke endet immer am Kopfgleis. Logisch, weil da ist halt irgendwann einfach Ende. Da ist Hellbock. Deswegen Kopfgleis. Auch hier, die Schranken sind ja geschlossen. Die Lichter müssten wahrscheinlich auf Rot stehen, vermute ich mal. Ich habe keine Ahnung. Ich bleibe einfach stehen. So. Aber unsere plus 2 haben wir ins Gehaltene. Dann einmal ein Stückchen. Beschleunigen.
Reifen. Dann mit Schrittgeschwindigkeit losfahren, bis die Zugspitze die Mitte des Bahnübergangs überschritten hat. Und dann auf Fahrplangeschwindigkeit beschleunigen und zügig den Bahnübergang räumen. Das ist die gute alte Taktik, die anzuwenden ist. Bei solchen Bahnübergangsstörungen. So. Uns eingeschränkten Modus und der 1000 Hertz Überwachung uns daran hindert, uns aus dem restriktiven Modus oder eingeschränkten Modus zu befreien. Können wir maximal 40 fahren, ist aber auch nicht schlimm, weil da vorne müsste ja gleich mit 30 km/h die Langsamfahrstelle beginnen. Deswegen, ja, wir fahren auch durch die Ortslage. Sehr viel Grün hier dazwischen. Da ist uns ein Kirchturm, hier sind links und rechts ein paar Häuschen. Geschlossenen Bahnübergang über rote Signale. Hier bei den 500 Hertz Magneten für die Langsamfahrstelle wahrscheinlich. Wir sind auch schon auf 30 km/h runter. Der Bahnübergang ist auch gesichert. Das sehen wir hier an dem weiß leuchtenden Signal. Also entweder die leuchten die weiß oder die blinken weiß. Ich weiß gar nicht, was da der Unterschied ist, wann die blinken und wann die leuchten. Also wofür die Zwangsbesuche habe ich jetzt nie gesehen. Weiß ich gar nicht, um irgendwas was zu bestätigen. Weil so schnell war ich auch nicht, war ja nur 30 km/h. Und die beginnen jetzt auch die 30 km/h hier. An dem A sind wir ja gerade vorbeigefahren. Oder war restriktiver Modus, oder war noch restriktiver Modus drin? War restriktiver Modus in 500 Hertz heißt ja 25 km/h. Alias 20 km/h, 5 km/h sind immer Toleranz. So, jetzt befreie ich mich mal. Ist das durch? Sagt hier der Bahnübergang, das sind nämlich 30 km/h. Nur. Und mehr als 30 mache ich jetzt auch gar nicht, weil jetzt kommt gleich wahrscheinlich. Ja. Oder weil jetzt gerade nochmal eine Tafel mit 30 km/h Bornkönigin für hier das Stichgleis und das gerade am Bahnübergang. Da in Bad St. Peter Süd war nochmal 30 für keine Ahnung was. Weil es ja schon ein Stückchen weit weg, weil eigentlich steht der Bornkönigin mal einen Kilometer vor, bevor das Ganze. Ereignis ist und Bad St. Peter Ording ist ja zwei Kilometer entfernt von Bad St. Peter Süd, deswegen ist ja ein bisschen früh vielleicht schon gewesen. Weiß ich nicht, aber ich fahre wohl mit 30 km/h weiter. Obwohl, eigentlich sind hier noch sind hier ja 80. Deswegen, ich fahre mal schneller. Ich muss ja nicht mehr Zeit verlieren als nötig, weil wenn der Kollege jetzt gleich da vorne übernimmt, sagt, die 6 Minuten Wendezeit bräuchte man eigentlich schon und die wird er schon nicht haben, dadurch, dass ich 2 Minuten, 3 Minuten verspätet ankomme. Also nicht später ankomme als nötig. So. So, jetzt die Vorsignaltafel. Nur eine Vorsignaltafel ohne Signal zählt immer wie ein gelbes Signal. Und dann bei 43,1. Wäre dann wahrscheinlich das Einfahrsignal, was hier aber nicht vorhanden ist, weil das nicht viel bringen würde hier, weil hier ist halt nicht, es ist zwar ein Bahnhof, aber du kannst halt nicht an viel hinfahren. Hier ist nur ein einziges Bahnsteiggleis, auf das man überhaupt drauf kommt. Und nach hinten weiter geht es ja auch nicht, deswegen ist hier keine große technische Ausrüstung nötig. Nächster Halt, Bad St. Peter Ording. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio Schleswig-Holstein. Kam auch schon auf Wiedersehen. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Wenn wir denn noch 30 fahren dürfen. So. Dann fahren wir ja durch. So, wetten wir hier außen auf den Straßen, die würden uns eigentlich alle überholen, weil die durften 50 fahren, während wir noch 30 fahren dürfen. Drehkreuz, die gute Frau wartet auch. Jetzt kommen 500 Hertz Überwachung. Ab hier sind dann noch tatsächlich die 30 km/h. Und dann sehen wir jetzt hier gleich, wie noch ein Gleis abgeht, was man aber jetzt auch nicht mehr befahren kann. Das ist per Handstellweiche. Also müssen wir hier per Hand in diesem schwarz-weißen runden Knauf da umstellen, die Weiche. Aber da sieht er auch, ist gesperrt.
Also da kann man gar nicht mehr hinfahren. Da war hier früher mal ein Inselbahnsteig und hatte ja zwei Gleise, auf dem Züge einer links, einer rechts halten konnten. Ne? Aber der ist mittlerweile dezent zugewachsen. Und da führt auch kein direkter Weg mehr hin, sodass Fahrgäste dorthin kommen können. Sondern wenn wir vorne unseren barrierefrei ausgebauten Bahnsteig mit 55 oder 76 Meter, ich weiß gar nicht, was hier der Standard jetzt gerade auf der Bahnstrecke ist. Aber mein Laienauge würde sagen, das sieht eher nach 55 cm aus. Und an dem hätten wir hier. Aber ne, die Kantstelle sieht eher nach 76 cm aus hier. Und da haben wir auch den Prellbock. So, Ankunft mit plus 4. So, dann schauen wir uns nochmal die Auswertung an. Wir haben eine Pfeiftafel übersehen. Wir hatten eine Zwangsbremsung, bei der ich nicht weiß, woher die kam. Das muss ich mal im Nachhinein schauen. Durchschnittlich 1 Minute Verspätung, maximal jetzt 4 Minuten Verspätung am Ende. Dreimal haben wir zu stark gebremst, fünfmal die Türfreigabe vergessen, aber es ist immer hier mit diesen Türwahlschaltern, dass es nicht richtig erkennt. Ein Abzug für Vmax-Überschreitung und sonst kommen wir noch bei 15% raus. Boah, tatsächlich, wir sind immer unter der Vmax geblieben. Immer. Das ist eine Premiere. Dass wir nie ein einziges Mal hier irgendwie 1-2 km/h zu schnell waren irgendwie. Bin ja fast begeistert. Aber man sieht hier, am Anfang war noch alles nett. Dann gegen Ende hin hat sich da ein bisschen. Ah. Das ist hier zum Beispiel. Hier sieht es nämlich so ganz wüst aus. Da war einmal 8 Pfeife nicht betätigt und dann noch zu stark gebremst. Zum Beispiel. Auch Pfeife nicht betätigt. Ah ne, die Tür nicht geöffnet, so rum. Steht dann da. Naja. Das hier. 500 Hertz Überwachung, maximal 30 km/h. Ach, bei den 500 Hertz Überwachung, die geht ja dann auf 25 km/h runter. Also tatsächlich lag es daran, dass hier noch restriktiver Modus wahrscheinlich drin war und dann geht die 500 Woche auf 25 km runter und ich bin halt 30 km/h gefahren. Und deswegen, okay, dann hat es daran gelegen. Dann hat es daran gelegen. Gut, aber dann danke ich euch recht herzlich fürs Zusehen. Tobi ist tatsächlich nicht wiederbekommen, wie er schon angekündigt hat. Und ja, dann bis zur nächsten Folge oder bis Bausimulator am Mittwoch. Tschüss!